all in. Design, Power, exklusiv Individualität. Oh, блядь. Фото. Memory Photo. Ich wollte das Auto heute nach Hause nehmen. Lass ich nicht im Remise, weil es macht mir so viel Spaß und ehrlich, ich will noch ein bisschen genießen. Блин, блин, ну это пиздец вообще. Hallo zusammen. Heute starten wir einen neuen Bericht über ein Fahrzeug. Ganz kurze Historie von unserem Gebäude von Classic Remise Düsseldorf. Warum? Dann jetzt verstehen Sie das. Auf der linken Seite haben wir Morgan Firma und auf der rechten Seite haben wir Showroom und Office von Comca Leasing. Aber vor mehr Jahren hier haben wir auch einen Fahrzeughersteller, welcher war so ähnlich wie Morgan. Das ist eine Marke, welche sehr in Deutschland beliebt, sehr in Deutschland bekannt. Das ist, finde ich, sehr stylisch von Karosse und sehr super von Technik, weil Technik war immer von BMW, von M-Fahrzeugen. Das ist ein Fahrzeug Wiesmann. Und wir haben einen Wiesmann, welcher war produziert im 2013. Das ist, ich glaube, das ist eine von besten Exemplar, welche existiert. Eine letzte Exemplar, welche von Band war. Das ist ein Wiesmann von MF5 Roadster mit M-Motor für 155 PS. Mit ganz, ganz weniger gelaufen, mit 4000 Kilometer. Für mich sehr, sehr elegant konfiguriert. Das ist Graufarbe mit hellgrau Leder innen und das Auto macht mega, mega, mega Spaß zum Fahren. Und heute testen wir das Auto. Bisschen über Fahrzeug. Wiesmann MF5 Roadster. Es gibt Varianten im, als GT-Coupé-Fahrzeuge, eigentlich ein bisschen mehr produziert, im Roadster weniger Fahrzeuge. Meine Meinung, das Auto muss Roadster sein, weil die erste Modelle war nur im Roadster und das war Idee von Firma. Kurze Erklärung. Ja, Wiesmann, das war eine Firma, welche hat produziert von 1988 Hardtop für Fahrzeuge. Später die wollte, hat Idee bekommen und wollte ein Fahrzeug machen mit Technik von BMW und erste Fahrzeug geboren im 1993 und das war eine sehr lange Diskussion mit BMW, ob das darf das machen, ob das darf es nicht und die erste Fahrzeug, welche war zum Chef von technischer Abteilung BMW präsentiert, sage ich, die war von beiden Brüdern gebracht zum Parkplatz von Werk und die Vorstand hat das Auto gesehen und damals war richtig begeistert, weil das Fahrzeug war echt sehr gut gemacht. Die erste Fahrzeuge war produziert auf Stahlrahmen mit hochwertiges GFK Karosse und die letzte Variante war produziert auf Aluminiumrahmen
auch mit hochwertiger GFK-Karosse. Die ganze Zeit, fast alle 20 Jahre, war immer gleiches Design. Das Auto sofort auf der Straße bekannt, das sehen wir sofort, das ist Wiesmann auf der Straße, von Heck, von vorne. Nur war ein kleines so Facelift-Update, ja, mit Scheinwerfer, die war zuerst ganz kleine Scheinwerfer, dann ein bisschen größer, dann das, was sehen wir bei diesem Modell, war schon mit zwei Scheinwerfer. Und Räder war auch ein bisschen kleiner war und dann noch mehr, weil die ersten Fahrzeuge waren mit 25er Motor von BMW mit 150 PS, dann 170 PS, dann die hat bekommen 3 Liter Motor von M3 und dann war später war noch größerer Motor bekommen. Ich finde absolut geiles Modell, aber es gibt nur 33 Stück produziert mit M5 Motor V10 mit 407 PS. Ich habe das Auto auch einmal gesehen und einmal gefahren, das ist Wahnsinn. Und das letzte Produktion war mit V8 Motor 455 PS mit V8 4,4 Biturbo Motor. Und das Auto sehr schnell, sehr stabil auf der Straße. Logo von Wiesmann, das ist ein kleiner Gikon. Und das Symbol-Fahrzeug hat sehr guten Grip auf Asphalt, wie Gikon hat Grip auf der Wand. Und Modell MF, es gibt zwei Bedeutungen MF. MF, das ist zwei Vornamen von beiden Brüdern Wiesmann. Oder es gibt zweite Bedeutung, ich weiß nicht, welche richtig ist, zweite Bedeutung, das heißt Motorfront. Design von Karosserie, ich finde, das ist futuristisch mit klassisch zusammengemischt für Modelle, welche kennen wir. Ich sehe hier ein bisschen Linien auch von TVR und Idee von Morgan-Fahrzeug, aber das Auto sehr, sehr individual und sehr, sehr stylisch. Perfekt gemachte, die sehr harmonisch, sehe ich Felge hier, BBS 20 Zoll, der ist sehr breit, die hinten haben wir 305 in 20 Zoll, das ist sehr, sehr groß. Die Tür sehr klein, das was muss bei Roadster sein und das ganz einfache Einsteigen, Aussteigen. Wie habe ich gesagt, ja, ich sehe das Modell nur als Roadster. Als Coupé GT auch, ja, sieht schon aus, sieht sehr interessant aus. Aber finde ich, das Auto muss Roadster sein, weil am Fahren, du hast das Gefühl, du fährst wie mit Sportboot. Du siehst ein bisschen tief nach hinten, auf hinterer Achse, du hast nach vorne ganz große Motorhaube, du hast ganz kleine Windschutzscheibe und du hast das Gefühl, du bist am Steuern ein Boot. Und das macht mega, mega Spaß. Ehrlich, wenn fahre ich mit das Auto, ich bin nur am Grinsen. Wie habe ich schon gesagt, ja, die ganz, ganz große Räder, 20 Zoll, sehr passt sehr gut zum Karosse. Wir sehen sehr große Bremsscheibe von, auch von M-Modell von BMW. Und hinten die Räder auch passt genau zum Radlauf perfekt. Und für mich das jede Detail, jeder Akzent bei diesem Fahrzeug echt gut. Mit guten Gedanken, mit guten Ingenieur und Designer Zusammenarbeit gemacht, das sieht man. Mir persönlich sehr, sehr schade, die Wiesmann hat aufgehört mit Produktion von Fahrzeug. Es gibt natürlich, habe ich schon gesehen, wahrscheinlich kommt ein neues Modell, weil so wie habe ich gelesen, die Engländer hat das Firma gekauft nach Insolvenz. Und aber es gibt positiv und negativ. Negativ, ja, schade, wir können nicht Fahrzeug mehr kaufen. Aber positiv, Fahrzeug hat sofort sehr, sehr exklusiv geworden, weil Wiesmann in 20 Jahren hat
pro Jahr ungefähr produziert 50 Fahrzeuge. Das heißt, insgesamt alle Modelle weltweit gibt es ungefähr nur 1000 Stück. Hinterer Bereich Fahrzeug, wenn gucke ich in der Mitte von hinten, das ist sehr, sehr breit und sehr, sehr tief. Das wieder, wie habe ich schon gesagt, ja, das macht mir Gefühl, das ist wie ein Sportboot. Ja, die steht so Position mit Front nach oben und Heck ganz tief. Das wieder, das Wahnsinn wie von Design, von klassisch mit futuristischem Auspuff, steht in der Mitte mit zwei Rohren. Ist sehr, sehr sportlich gemacht und hat super Sound. Wir hören das bei, wir können gleich gucken bei Probefahrt. Und hat mir mega Spaß gemacht, weil das ist V8 Biturbomotor. Aber Sound für mich war, okay, das war nicht so laut wie bei Cobra Motor, wie bei V8 Motor, aber ungefähr so habe ich Gefühl bekommen, das ist nicht wie gehört zum BMW-Fahrzeug. Ja, die Auspuff macht ganz, ganz anderer Klang. Auch was sehr interessant mit so kleinem Kofferraum. Ja, wir machen die Decke auf, können gucken, wie groß ist Kofferraum. Hier passt locker eine Golftasche oder zwei ein großer Koffer oder zwei große Reisetasche. Und mit das Auto kannst du locker Reise machen, Tour. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil meistens die kleinen Fahrzeuge, kleine Roadster, hat sehr kleinen Kofferraum. Und das für mich, ich gucke immer das, ob das passt, mein Rennkoffer rein mit Helm oder passt nicht. Ob das kann ich mit das Auto zum Rennstrecke fahren oder kann ich nicht das machen, weil es gibt Autos, welche wollte ich zum Rennstrecke fahren, aber für mich war traurig, weil kann ich nicht meine Rennsache tun und meinen Helm. Aber hier passt super alles rein, deswegen kann man noch auf lange Tour fahren. Jetzt machen wir Motorhaube auf, ja. Und was sehe ich hier? V8 BMW Motor, ja, aber das ist Decker. Das gehört nicht zum BMW-Motor, das von Wissmann selber schon. Motorhaube auch von hochwertiges GFK mit Stahlrahmen und alles sehr, sehr dicht. Dann gucken wir, ja, das, wir sehen hier zwei Intercooler von BMW, wir sehen Behälter von Hydraulik von BMW. Eigentlich sehe ich alle technischen Sachen, ja, das alles von BMW bekannt, aber sehr, sehr kompakt und sehr, sehr dicht. Sehr interessante Lösung auch mit Aero-Box für Filter, auch sehr interessant gemacht nach vorne. Wir sehen Aufkleber von BMW, auch interessant. Wir sehen hier Typenschild von Fahrzeug, steht Roadster MF5T. Mit E-Genehmigung, mit Fahrgestellnummer und Fahrgestellnummer auch mit W nach vorne wie BMW-Fahrgestellnummer, aber dann geht weiter, das ist Fahrgestellnummer von Wissmann selber. Auch viel kleines Details, immer markiert mit Wissmann. Der Hersteller wollte uns ihm zeigen, dass jede kleine Detail, die hat selber entwickelt und selber produziert. Deswegen steht Logo, kleine Beschriftung von Wissmann. Das zeige ich auch im Interieur. Das sehen wir sehr, sehr oft und sehr viel. Und finde ich, dass auch diese kleinen Details sehr interessant für Kunde, für Inhaber von Fahrzeug, weil du bekommst sofort Gefühl, du hast was Individuelles, du hast was selten. Technische Sache, wir gucken gleich bei Probefahrt. Wie habe ich gesagt, der Motorraum sehr kompakt, sehr dicht. Wahrscheinlich auch nicht einfach Reparatur machen, weil muss man schon ein bisschen kennen und wissen, wie das geht alles. Und jetzt gucken wir noch Innenausstattung. Das für mich, das ist ein Traum, wie gemacht ist. Und
Das macht auch Fahrzeug sehr, sehr edel. Und das Auto konfiguriert dunkelgrau Metallic mit Herrenleder, sehr intelligent, sehr elegant. Interieur. Auf Display, guck mal. Das Alpine 2 DIN, aber programmiert für Wismann. Du machst Zündung an. Was kommt? Wismann. Die Stelle zeigt uns wieder, ja, die hat das programmiert, das nicht einfach 2 DIN eingebaut, die hat programmiert für das Auto. Auto hat Rückfahrkamera mit 5 oder 6 Modus. Und das auch gemacht, ja, die hat versucht, ein bisschen mehr Ausstattung machen. Wie habe ich gesagt, mit Logo, ja. Logo, 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 Seitenschwelle, Logo, Sitze, Logo, Logo, dann Scheibe auch, du kannst sehen, Logo. Hier auch, finde ich, sehr stylisch gemacht, Wismann Start. Auch, was finde ich sehr gut, Hersteller oder Fahrzeughersteller, welche benutzt, sage ich so, technische Sache von anderen Hersteller. Wir sehen immer im Button oder Schalter, wir sehen immer von welchem Modell das genommen. Und bei Wismann, die hat alle Buttons, ja, für Scheiben, für Klimaanlage, Spoiler, Getriebe, Traction Control, hat eigene Schalter entwickelt. Ja, das ist nicht wie, ich wollte nicht Marke sagen, welche, aber das sehe ich sehr gut und wieder, das zeigt edel von Fahrzeug. Einzige, was sehe ich von BMW im Interieur, ja, das ist Schalter von Blinker und von Frontscheibe, Waschanlage. Das sieht man das von BMW, aber im Lederhülle bezogen. Von Leder, ja, ist Sitze mit Stitching, Alcantara, hochwertiges Material. Alles sehr, sehr gut gemacht. Die alle nette und alles Stitching sehr gerade, sehr, 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 sehr gut gemacht. Und das, wenn bist du im Fahrzeug rein, du bekommst Gefühl, dass das Fahrzeug hat Wert. Das ist nicht billig gemacht, das hat Wert. Und das natürlich macht mehr Druck, das Auto doch exklusiv, das Auto doch individual. Nach einem Tag später habe ich gefunden Sitzheizung, ja, bis hier, und Spiegelentstellung auch hier, die Schalter, da sieht man das von BMW C3. Noch kleine, ganz kleine Handschuhfach hatte, und was sehen wir im Handschuhfach? Richtig, BMW Kreuzschrauber. Beste Details und geilste Details hier, das ist Instrumentpanel, ja? Die Tacho, Speedometer und Temperaturanzeige, Benzinanzeige. Das ist wie ein Flugzeug oder wie ein Boot, und am Fahren und zum Gucken, das macht mega Spaß, und das ist Details, welche macht sehr, sehr große Charme für das Auto. Das finde ich auch geil, Türgriff und offener auch geil. Lenkrad mit Hupe am Stellen, wo typisch für Ferrari-Modells, und hier haben wir auch. Und noch eins, ganz, ganz kleiner Display steht in der Mitte mit Anzeige, aber mit offenem Dach, bei Sonne, du siehst gar nichts, du musst, glaube ich, so machen, dann kannst du ein bisschen was sehen. Und im Nacht natürlich perfekt, aber am Tag sieht man gar nichts. Aber wahrscheinlich Reglement muss da sein, und ja, finde ich auch gut. Die Soundsystem super,
hat perfektes Soundsystem mit sehr viel Lautsprecher. Das können wir auch sehen. Zwei oben, zwei unten im Fußraum. Zwei steht hinter Sitz beide. Und wo Dach auch zwei. Das auch Wiesmann hat sehr, sehr gut, sehr, sehr perfekt gemacht. Und jetzt wichtiger Teil. Wir machen jetzt Probefahrt und gucken wir Performance von Fahrzeug und wie das Auto läuft. Ciao. Jetzt haben wir den besten Teil am Drehen, mein Lieblingsteil, das Probefahrt. Und natürlich wollte ich schon gerne probieren, diese Monster mit 455 PS, mit so klein, so leicht Fahrzeug. Und wir schauen gleich, wir fahren Richtung Autobahn und probieren die Dynamik von Fahrzeug. Hörst du das? Sound? Das ist geil, ja? Das ist nicht wie bei BMW. Obwohl Motor von BMW, aber Auspuff macht seinen Job gut. Du hörst V8 Motor wie ohne Turbolader, ja, wie Atmosphärmotor. Die Getriebe macht Zwischengas, wenn schalten wir runter. Das Wiesmann hat auch sehr, sehr gut gemacht. Und von Fahrwerk, obwohl jetzt Straße ist nicht so ideal gut ist, Fahrwerk funktioniert sehr gut, höre ich gar nichts. Ja? Ich höre nichts, das ist sehr, sehr sportlich, steht sehr, sehr gut auf der Straße und Lenkrad auch sehr direkt. Das Auto hast du Gefühl wie im sehr guten Sportwagen. Ah, interessante Sache, ja? Ich glaube, das war 2012 oder 2013 bei IAA Frankfurt. Wiesmann hat gewonnen und hat gewonnen im Klasse Roadster und der hat ersten Platz bekommen und zweiter und dritter Platz war Ferrari 458 Spyder und Porsche Turbo S. Bei dieser großen Konkurrenz Wiesmann hat gewonnen. Das bedeutet was. Wahnsinn, mit so kleinem Profil, mit so großen Rädern, du fühlst dich das gar nichts. Ja? Auto sehr, sehr komfortabel und sportlich zusammen. Und jetzt bekommt das Beste. Wow, der ist sehr schnell. Wahnsinn, ja. Merkst du das? Ja, das macht Spaß, richtig Spaß. Ich kann nicht vergleichen mit... kein Turbo S, weiß ich nicht. Das für mich, ich bin jetzt sprachlos. Probiere ich doch mal mit Zwischengas. Блин, ну это пиздец вообще. All in. Design, power, эксклюзив, индивидуалитет, hochwertiges Innenausstattung mit hochwertiges Leder, alles in einem Fahrzeug, ehrlich. Das oh, блядь, Foto.
Okay, das ist Memory Stick. Memory Foto. Kaufen oder nicht kaufen, haben oder nicht haben, Investment oder Spaßfahrzeug. Wir klären das gleich, wenn kommen wir zurück zum Remise. Ja? Wir machen noch Test mit Dach, mit geschlossenem Dach, gucken wir, wie das Auto sieht optisch aus mit geschlossenem Dach. Ich wollte das Auto heute nach Hause nehmen, lasse ich nicht im Remise, weil macht mir so viel Spaß und ehrlich, ich will noch ein bisschen genießen. Ich habe gedacht, wir haben 20 Zoll, das Räder ist gut. Guck mal, welche Zoll haben wir rechts? Guck mal, wie geil ist Pedalgruppen, ja? Wie gemacht ist. Das alles sehr, sehr edel mit Leder, mit alles und zwei Pedals wie bei so richtige Rennwagen. Ja? Das finde ich auch sehr gut gemacht, Respekt. Weißt du noch was geil? Hat Airbag. Weil alle Fahrzeuge, welche Kleinserie produziert, ich habe zum Beispiel Donkey Ford oder die letzte Mal haben wir Hispano Suiza geguckt, Fahrzeug für 1,6 Millionen. Beide Fahrzeuge hat kein Airbag, weil wenn produzierst du bis 200 Fahrzeuge im Jahr, das heißt kleine Serie, Fahrzeug darf man ohne Airbag machen. Und Wiesmann hat Geld investiert, weil ich habe gesprochen mit Hispano Suiza. Der sagt mir, nur Airbag entwickeln für Fahrzeug, die braucht ungefähr bis 3,5–4 Millionen Euro. Das Integrieren im Fahrzeug Airbag. Und Wiesmann hat das gemacht. Das war echt nicht günstig für Hersteller. Das ist absolut Traum. Wir machen noch kleine Check, wir machen Dach zu und kleine Resümee, ja oder nein. Das ist ganz einfach, manuell geht, Dach zu, und nur mit Button. Geht elektrischer Schloss, dass man zumachen kann. Jetzt Dach ist zu. Geil. Mit geschlossenem Dach genau so gut, genau so perfekt aus wie mit offenem Dach. Auch sehr sportlicher Charakter hat. Deswegen mir gefällt sehr, sehr gut. Ich bin voll emotional. Mit Fahrzeug, mit Probefahrt, mit Test. Ich mag das Auto, gefällt mir sehr, 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 sehr. Jetzt ja oder nein, kaufen oder nicht kaufen. Der neue Preis von Fahrzeug war ca. 140.000, ja, im 2012, 2013. Heute Fahrzeuge deutlich teurer geworden. Das Autopreis liegt über 300.000 und es gibt im Coupé 280, 290, aber Fahrzeuge sehr, sehr teurer geworden, deutlich teurer geworden und das passt nicht zu jedem, ja. Aber wenn hat Möglichkeit, das Auto zu kaufen, sehr exklusiv, sehr, sehr stylisch, sehr, sehr schnell, sehr gut gemacht, sehr gute Qualität. Muss keine Angst haben oder Sorge haben wegen Reparatur, weil alle Teile, alle technischen Sachen von BMW. Meine Meinung, das Auto passt sehr gut wie Investment und das Auto passt sehr gut für Spaß, fahren und zeigen, ja, ich habe was. Ich sage ja, mir interessant, was Ihre Meinung, ja, was sagen Sie mir wegen Fahrzeug, wegen haben oder nicht haben, interessant oder nicht interessant. Danke für Bericht, danke für alles. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.